Hallo mein Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute backen wir ein paar Gabelplätzchen. Für den Teig verkneten wir Mehl, Zucker, Backpulver, Vanillezucker, etwas Butter, Vanillearoma und Margarine. Ich verknete das Ganze mit meiner Küchenmaschine, ihr könnt aber auch ganz normal die Hände nehmen. Dann nehmt ihr euch immer etwas von der Teigmasse weg, rollt die Portion in eine fingerdicke Rolle. Dann nehmt ihr euch ein Messer, schneidet die Rolle in ca. 3 cm große Stücken. Dann legt ihr die Teigstücken auf ein Backblech, was ihr mit Backpapier belegt. Und dann nehmt ihr eine Gabel und drückt die Teigstücken einfach mit einer Gabel flach. Und so verarbeitet ihr dann die ganze Teigmasse. Lasst etwas Abstand zwischen den Plätzchen, weil wir ja noch nicht wissen, ob sie beim Backen auseinanderlaufen. Die Teigmasse reicht für ungefähr 2 Bleche Plätzchen. Dann backt ihr jedes Blech bei 180 Grad ungefähr 15 Minuten. Und so sehen unsere Plätzchen dann fertig gebacken aus. So, meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.